Was gemacht wird, wird immer auf den kleinen Mann geschimpft. Der kleine Mann soll noch länger arbeiten, der kleine Mann soll noch mehr zahlen und so weiter. Wenn ich den bekloppten Lindner sehe, da kriege ich morgen schon, weiß ich nicht. Ich bin gebürtiger Hagener, wenn ich mir da die Lage angucke, ist ja auch schrecklich. Da werden irgendwelche Ghettos von sich aus schon aufgebaut. Herzlich willkommen bei Salas Fist, dem Beobachter des globalen Wandels. Lass gerne ein Abo da, wenn du auch spürst, dass die Welt sich gerade gefühlt auf den Kopf stellt. Und lass uns auf diesem Kanal gemeinsam den Wandel beobachten. Schlecht. Das Schlimmste, was wir bisher hatten. Kannst du das präzisieren? Was findest du am schlimmsten? Naja, wir hatten dekadenlang die große Koalition, was wir jetzt haben, das ist ein Kindergarten in meinen Augen. Da weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut. Der macht bäh, der macht bäh, der macht bäh. Jeder schiebt dem anderen den schwarzen Peter zu und raus kommt nichts dabei. Was gemacht wird, es wird immer auf den kleinen Mann geschimpft. Der kleine Mann soll noch länger arbeiten, der kleine Mann soll noch mehr zahlen und so weiter. Wenn ich den bekloppten Lindner sehe, da kriege ich morgen schon, weiß ich nicht. Ja. Was ich dazu sagen soll. Naja, die anderen sind auch nicht besser. Da geht's ja schon los. Also wüsste ich jetzt echt nicht, was jetzt. Okay, überspringen wir die. Finde ich tatsächlich. Also auf jeden Fall, dass sie keine gute Arbeit macht. Okay, das ist ja schon mal eine klare Meinung. Welche Maßnahmen könnten das sein, die mich betreffen? Na, vielleicht das Heizungsgesetz, das irgendwie jeden betrifft, ob er Mieter ist oder Eigentümer. Ja, ich habe eine neue Heizung drin und kein Thema mehr für mich. Das ist aktuell nur. Super. Es ist egal, wo, ob es bei Kindern ist oder sonstiges, es wird an allen Ecken gespart und alles, was unnötig ist, wird gemacht, wird bezahlt und. Nicht direkt, weil viele Sachen werden verbessert, was man gestern auch zum Beispiel gesehen hat mit dem Klimaschutz und dann auch irgendwie viele Sachen politisch, ist einfach nur heiße Luft. Ich denke nicht. Also das wird nach wie vor, die Leute werden alle wie immer unzufrieden sein und es ist immer in den eigenen vier Wänden ist jeder so, ne, hat jeder seine eigene Meinung, aber sobald es draußen darum geht, die Meinung kundzutun, geht es ja schon wieder los. Dann laufen sie alle wie Lemminge hintereinander her und machen immer das, was jeder andere auch macht. Eine Reaktion gibt es in dem Sinne, finde ich, nicht. Wie in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, wenn da irgendein Gesetz da beschlossen wird, dann gehen die Leute auf die Straße. Wünschen wir uns natürlich nicht, dass die Autos in Brand gesetzt werden oder sonstiges. Aber da hat jeder seine eigene Meinung. Da muss die Regierung auch alles so dementsprechend, wie das Volk sich dann entscheidet, auch nochmal überdenken zumindest. Und hier wird einfach nur über uns hinweg entschieden. Ja, definitiv. Hier dauert es dann halt monatelang, bis das Volk seine Meinung mal auf die Straße trägt. Nein. Überhaupt keine von denen. Parteien, die wir jetzt haben. Bin ich ganz bei dir. Tatsächlich eher nein. Ich meine, gut, Energiewende ist ein Thema, da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Ich würde natürlich sagen, ohne Atomkraft ist wahrscheinlich besser als mit, aber es muss natürlich irgendwie einen Übergang geben, der auch, sag ich mal, die Arbeitsplätze erhält. Und das bringt ja nichts, wenn man das jetzt mit der Brechstange macht und die Industrie nicht hinterherkommt. Und wobei ich da auch wirklich nicht besonders versiert bin im Thema. Ich meine, Atomausstieg auf lange Sicht ja, aber wie das jetzt richtig managen, ist wieder eine andere Frage. Wir hatten jetzt gerade in den Medien in den letzten Tagen das herausgekommen, ist, dass Kanzler Habeck da von seinem Berater falsch beraten wurde, quasi hingelogen wurde, damit es eben man muss abschalten, weil jetzt ein Atomkraftwerk kommen konnte. Da habe ich tatsächlich zu wenig Ahnung von, also ob das jetzt wirklich so gewesen ist. Grundsätzlich muss man sagen, dass da natürlich immer irgendwelche Lobbys auch dahinter stehen und den Politikern Druck machen, aber wie das jetzt genau abläuft, ich kann nur sagen, der Habeck oder auch die Kader lang, also die wirken einfach total uncharismatisch und auch nicht besonders kompetent. Ich glaube auch nicht, dass die Grünen bei den nächsten Wahlen wieder so viele Stimmen bekommen. Das glaube ich auch. Ja. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht. Überflüssige Dekoration. Ich kann es von mir aus wirklich nicht beurteilen. Ich höre das so und. Und von dem, was so aus dem Außen auf sie einwirkt, noch keine eigene Meinung gebildet? Ja, also mir ist das fast schon egal, was da passiert. Also ich bin hier so politikverdrossen, könnte man fast schon sagen. Ja, nicht unbedingt. Ich bin in dem Alter, wo ich noch gerade überleben kann. Ich bin 82 und aus dem Grund
muss ich mich erstmal hier bekrabbeln. Dann sind Sie aber spät in Rente gegangen, wenn Sie sagen, 82 und 6 Jahre Rentner. Ja, sicher. Ich bin spät in Rente gegangen, sag ich dann. Die kann weg. Danke. Ja, Kunst auf keinen Fall, also dann eher Zweiteres. Ja, Zeit für vernünftige Politiker hier im Land. Natürlich nicht die Alternative, das ist der größte Dreck, aber ja, es muss einfach mal wieder Leute geben, die ja, sich wirklich auch eine Persönlichkeit machen und zeigen, dass sie so ein Land führen können. Und ja, das vermisst man im Moment bei allen Politikern. Also es muss definitiv mal eine Veränderung her, aber ja, wo soll die herkommen? Du sprachst gerade von Leuten. Würden Leute reichen oder muss es eine Partei sein? Oh je, schwierige Frage. Eigentlich ist das, Entschuldigung, gerade bekannt von vorbei. Ja, auch schwierig so zu beantworten. Ich meine, es ist nicht alles schlecht an den vorhandenen Parteien, aber es sind halt auch alle so festgefahren und machen auch noch eine Politik für die bisherigen Wählergruppen und man muss sich halt mehr auf die jungen Leute konzentrieren. Und da einfach vielleicht auch mehr junge Leute mit ins Boot holen, dass die Politik vielleicht auch manchmal einen anderen Altersdurchschnitt bekommt. Von daher doch schon die Leute, nicht unbedingt nur neue Parteien. Also es müssen auch einfach gute, kompetente junge Leute mit ins Boot genommen werden. Kann weg, definitiv. Das ist ganz schwer zu sagen. Also das ist ja schon passiert, schon mal in Wittendee haben sie die Bäume hier hingestellt. Ja, kannst du vielleicht einmal kurz zeigen, Schritt zurück. Einmal hier zeigen, diesen Baum. Mhm. Dann haben die hier so ein paar Bäumchen hingestellt. Interessant zumindest, ne? Das passiert ist gut, finde ich gut. Das ist viel zu wenig. Ich bin selber in NABU drin und kriege auch regelmäßig E-Mails, aber und da steht dann auch drin, dass da die Sachen viel zu kurz gekommen sind. Ich meine, das ist zwar besser, was damals bei der schwarz-roten Regierung abgelaufen ist, aber so viel Unterschied ist da nicht drin. Ja, wenn ich so an die Pappstrohhalme und so denke, ne? Ja, was bringt das jetzt noch? Nichts. Außer, dass man seinen Milchshake nicht mehr in Ruhe zu Ende trinken kann. Genau, schmeckt einfach nicht mehr. Da ist noch wenig drüber bekannt. Also ich weiß, es gab jetzt auch viele Demonstrationen wegen den aktuellen Geschehnissen, aber da kriegt man eher mit, dass die probieren, das möglichst klein zu halten. Ja, ich meine, ja, ich bin da jetzt auch nicht, ich denke da nicht schwarz oder weiß, ich kenne mich da auch zu wenig mit aus, dass ich da auf irgendwas Partei angreife, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es da große Initiativen gab. Also zumindest nicht von der Regierung. Das machen ja, wenn die Bürger, die auf die Straße gehen und protestieren. Und das ist ja weniger von der Regierung. Ja, genau. Von der Regierung gehen dann eher so Initiativen aus wie, lass uns doch Taurus in die Ukraine schicken oder lass uns noch weitere Milliarden in die Ukraine schicken, um diesen Krieg noch länger anzuheizen und noch mehr Tote in Kauf zu nehmen. So nehme ich das zumindest wahr. Ja, schwieriges Thema. Also steckt man nicht drin. Ne? Da will ich jetzt auch nicht irgendwas Plakatives sagen. Ja, also da gibt es mit Sicherheit auch bessere Lösungen. Und ja gut, aber Politik ist immer schwierig. Ne? Das ist immer ein schmaler Grat. Ja, da habe ich auch wirklich Angst, was da noch auf uns zukommt. Also wie es da weitergeht, bleibt spannend. Ach, wie soll man das beschreiben? Da wird viel Theater drum gemacht und unterm Strich kommt nichts dabei raus. Alles andere würde zu lang sein. Also generell die Flüchtlingspolitik lässt schon ein bisschen zu wünschen übrig. Ich meine, wenn man hier schon die Türen für die Leute öffnet, wie die Flüchtlinge an sich sich verhalten, finde ich schon traurig. Sich die Gelder irgendwo einzustecken, sich in mehreren Städten zeitgleich anzumelden und die Kohle sich einstecken und denken, die machen was Schönes dabei, finde ich persönlich nicht so toll. Und ich bin gebürtiger Hagener, wenn ich mir da die Lage angucke, ist ja auch schrecklich. Da werden irgendwelche Ghettos von sich aus schon aufgebaut, sage ich mal, wo die Leute alle so reihenweise reingesteckt werden, so Altbauten, wo keiner wohnen möchte, werden alle reihenweise reingeknallt. Und was sie jetzt so an sich halt machen, da habe ich jetzt keine genaue Meinung, was da jetzt genau abläuft, bin ich halt so ein bisschen... Damit beschäftige ich mich eher weniger.
Ich gehe arbeiten, mein Mann geht arbeiten, wir haben ein Kind, was in den Kindergarten muss. Wir kriegen keinerlei Unterstützung, obwohl es hinten und vorne nicht reicht. Also was soll man dazu sagen, ne? Bestes Deutschland aller Zeiten, könnte man vielleicht sagen. Definitiv, ja. Kann ich gar nicht beurteilen, ich will nicht irgendwas quatschen. Habe ich keine Ahnung von das. Ja, also wie gesagt, teilweise ist das irgendwie so, dass die Leute nur so Theorie im Kopf haben, aber in der Praxis sieht die Sache dann doch schon anders aus. Das ist ja oft nicht der Fall. Ich meine, wählen tue ich nicht, definitiv nicht, weil ich der Meinung bin, Politiker sind in erster Linie leider sehr korrupt, bewegen sich gerne verbal in der Grauzone. Es ist halt nie schwarz oder nie weiß und man kann sich das immer zurechtlegen, wie man sich das möchte. Und das wird auch immer so bleiben, das ist halt leider so. Und deswegen fühle ich mich da auch nicht wirklich von denen repräsentiert. Wenn man sich andere Länder anguckt in gewissen Sachen, ich meine, bei uns geht es ja schon los mit unserer Überbürokratie, die wir einfach nicht beiseite legen können, damit irgendwelche Sachen mal ein bisschen schneller vonstatten gehen. Ich meine, in welcher Zeit leben wir, dass wir noch irgendwelche Sachen schriftlich machen? Ich meine, wir leben im digitalen Zeitalter, ne? Wenn man irgendwas... Teilweise geht es dann noch per Fax über richtig, die Behörden. Richtig, genau, das ist das Problem und wir hängen da leider so hinterher und da sind so Länder, die weit meiner Meinung nach hinter Deutschland sein sollten, wirtschaftlich, die sind da halt mehrere Schritte voraus, was das angeht und wir hängen da immer noch hinterher, unser Schulsystem hängt hinterher, dann wundern wir uns, wenn es internationale Vergleiche gibt, warum deutsche Schüler so schlecht abschneiden. Ja, das ist halt traurig. Gar kein Fall, nein, null. Also, kannst du ein Beispiel nennen, warum nicht? Naja, also ich bin zwar jetzt immer, sag ich mal, in der Stadt, wo die Wohnungen gerade stehen, die Stadt verfällt, also die Innenstadt stirbt aus. Es gibt nicht wirklich ein Angebot für junge Leute, es sei denn, die Studenten oder andere Gruppen nehmen das in die eigene Hand und probieren hier irgendwie Cafés zu eröffnen oder auch mal eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Also hier sieht man auch, dass immer nur probiert wird zu verhindern oder es gibt für alles zu viele Auflagen. Da ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen platt dargestellt, aber ich fühle mich einfach nicht repräsentiert. Nein. Also es sollte auf jeden Fall im Hinblick auf Kinder viel, viel mehr Unterstützung geben für alle, nicht nur für die Arbeitslosen, weil die kriegen ja alles letzten Endes irgendwo bezahlt, aber auch für die Arbeiter. Die Inflation sollte definitiv wieder runtergehen. Es macht einem das Leben echt schwer. Ich finde, die sollten, was Finanzen angeht, viel mehr handeln. So Leute, wir sind am Ende des Videos angekommen. Schön, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und wie ihr sehen konntet, sind die Leute nicht so zufrieden mit der Regierung. Und das, obwohl wir in Witten sogar im Woken-Wiesenviertel unterwegs waren. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob euch solche Straßenumfragen gefallen. Und wenn ja, für welche Themen ich zukünftig weitere machen soll. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bis zum nächsten Video. Ciao.